Hallo zusammen, ihr habt ein Gartenhaus oder einen Camper und möchtet euch entscheiden, braucht ihr jetzt einen Gaskühlschrank, der mit Gas funktioniert, oder einen 12 Volt Kühlschrank, der mit Solar funktioniert. So ein Gaskühlschrank, das ist jetzt ein schmaler, der andere auch, der ist mit Kompressor, mit 12 Volt. Ein Absorberkühlschrank braucht 20 mal mehr Strom auf 12 Volt oder allgemein auf Strom wie ein Kompressorkühlschrank. Das heißt, wenn ich diesen Kühlschrank hier mit Gas auf Solar laufen würde, bräuchte ich 20 mal die größere Batterie, 20 mal die größeren Solarpanel, also das könnt ihr vergessen. Jetzt nehme ich so einen Kühlschrank oder eine kleinere Box, die gibt es tragbar, die gibt es für 400 Franken. Ihr kriegt auch vielleicht so einen Kühlschrank gebraucht mit Gas, der irgendwo aus dem Wohnmobil ausgebaut wurde und der hat einen Kompressor eingebaut. Der wäre zum Beispiel sowas. Ausgebaut, neu rein. Und dieser Gaskühlschrank, Kostenpunkt, sagen wir mal 200 Franken, Euro. Dann braucht ihr einen Regler dazu. Plus eine Leitung, 50 Franken. Dann braucht ihr eine Gasflasche. Eine kostet Depot 50 Franken. Plus vielleicht eine zweite als Ersatz, 50 Franken. Da sind wir bei 200, 250 für den Regler und 100 für die Gasflaschen. Zwei Stück, nur die leeren Flaschen. Dann sind wir bei einer Investition von 350 Schweizer Franken oder Euro für einen Gaskühlschrank. Und jetzt kommen die Unterhaltskosten dazu. So ein Kühlschrank zieht im Monat eine Flasche Gas. Jetzt rechnen wir, ihr braucht das Gartenhäuschen für 4 Monate. Wenn ihr 5 Monate rechnet, spielt nicht so eine Riesenrolle. Das heißt, 30 Euro kostet eine Gasflasche, mal 4 sind 120. In der Schweiz kostet eine Gasflasche über 50 Franken, das wären dann 200. Jetzt rechnen wir mal in Deutschland mit 120, wir können auch 6 Monate rechnen, dann sind wir wieder bei 200 Euro. Das ich brauche, um ein halbes Jahr den Kühlschrank zu betreiben im Jahr. Jetzt rechnen wir das mal 10 Jahre bei gleichbleibendem Gaspreis. Und ich denke, der Gaspreis geht nicht runter, der geht eher hoch. Dann sind das Unterhaltskosten von 2000 Euro in 10 Jahren. Plus die Investition, günstiger Kühlschrank, 350 Euro. Und jetzt kommt noch dazu die Beschaffungskosten. Ihr müsst dann jeden Monat zur Tankstelle fahren oder sonst irgendwo hin, wenn ihr mit dem Fahrzeug ans Häuschen fahren könnt, ist das okay. Wenn nicht, Gas fliegen oder so in den Alpen ist ein anderes Thema, aber diese Beschaffungskosten rechnen wir jetzt nicht. Kostet euch so ein Kühlschrank, wenn ihr den günstig kriegt, mit der Gasflasche und so weiter, 2200 Euro bis 2500 Euro in 10 Jahren. Punkt. Ihr habt hier von mir aus einen Kühlbox, einen Tiefkühler und einen Kühlschrank. Hier drüben das Gleiche. Ein Kühlschrank ist nicht so sehr effektiv wie zum Beispiel eine Kühlbox. Ich nehme jetzt diese Kühlbox, weil die hat einen Deckel oben zu und Kühlschrank zweimal. Hier liegen wir schon bei 900 Euro oder Franken. Ich habe hier den Katalog unserer Stromversorgung zu der Kühlbox. Und diese Kühlbox habe ich jetzt hier
weil ich habe hier ein Muster drin, Gartenhäuschen. Dieses Muster dieses Gartenhäuschens ist diese Kühlbox. Dann brauche ich eine Batterie. Ich habe jetzt hier eine 100 Ampere Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, Kostenpunkt 900 Franken. Dann sind wir bei den Teilen hier zwischendrin schon mal bei 1800 Schweizer Franken. Und jetzt ist die Batterie, reicht dann für etwa 4 Tage, dann ist sie leer. Und jetzt muss ich diese Batterie wieder laden. Und hier in diesem Set hier drin ist berechnet 2x 100 Watt Panel. Das heißt, 2 solche Panels hier, die kosten nochmals 200 Franken. Also je 100, 110. Mal 2 gibt 200 und irgendwas. Und dann brauche ich diesen Regler und das Kabel. Der Regler kommt hier plus minus direkt auf die Batterie, hat eine Sicherung dazwischen, ist ein MPTT-Regler, also Maximum Powerpoint Tracking. Das heißt, er holt das Optimale raus. Ich habe hier keine Anzeige, was da reinkommt und rausgeht und so weiter. Habe ich auf der Batterie, da habe ich eine App dazu. Alles picobello, Spannung kann ich hier über die Kühlbox messen. Auch kein Thema. Das heißt, die Solaranlage mit den Panels kostet rund 300 Franken. Also das heißt, ich habe zusammengefasst eine Kühlbox 900, eine Batterie 900 und 300 die Solaranlage. Jetzt habe ich da 2200 Franken für eine Kühlbox, die ja zwar eine höhere Installation hat, aber keinen Unterhalt mehr. Die Solarpanels, da sagen sie 20 Jahre, die Batterie Lithium-Eisen-Phosphat ist auch irgendwo 20 Jahre Amortisationszeit und die Kühlbox, da rechnen wir 10 Jahre plus. Wie beim anderen Kühlschrank, also der kommt dann auch noch dazu. Und jetzt gibt es natürlich dann Möglichkeiten, ich kann zum Beispiel hier mit solch einer Lampe arbeiten, das heißt, das könnt ihr beim Gas nicht, so eine Gaslampe mit Kabel, mit der Sicherung, die liegt irgendwo bei 30, 40 Franken, das wäre auch kein Thema, da gibt es eine Option, das auszubauen, aber im Verhältnis zum Gaskühlschrank habe ich diese Möglichkeit ja nicht. Ich könnte das System auch weiter ausbauen, wenn ich sage, ja Moment, ich brauche eine Kaffeemaschine. Statt dieser Batterie hier nehme ich so eine Box, da ist Stecker, alles möglich mit drin und ich kann hier drüben eine Kaffeemaschine anschließen und ich kann dann theoretisch mit der Batterieladung 50 Kaffee rauslassen, aber da reicht es nicht mehr für die Kühlbox, aber so meine 3, 4, 5 Kaffee rauslassen könnte ich. Ich könnte mal irgendwas anderes anhängen. Ich kann hier, habe ich einen USB-Anschluss, ich könnte auch mal das Handy laden damit. Oder ich nehme eine Nachttischlampe, die gibt es heute auch mit dem USB-Anschluss, die könnte ich hier einstecken. Ich kann auch noch weiter ausbauen, aber hier sind wir dann schon bei 400 Franken mehr für die Kaffeemaschine. Und das wollte ich gar nicht vergleichen, sondern nur dieser Kühlschrank hier mit Gas, 2200 bis 2500 Franken, wenn ihr den Kühlschrank gratis kriegt. Oder fast günstig, irgendwo gebraucht aus dem Wohnmobil. Oder ein Kompressorgerät, so eine Box hier. Ist natürlich energiesparender wie das hier, aber ich habe 75 Liter Volumen. Das reicht für Bier, reicht für Tiefkühlung. Ein Speiseeis in der Alphütte oder im Schrebergarten. Da sind wir dann auch bei 900 die Batterie und 300 das Panel, sind wir bei 2100, die Lampe dazu 2200 Franken, das ist dann die gleiche Summe, sowas mit der Solar wie das hier. Das ist auf 10 Jahre gerechnet, ohne steigende Gaspreise.
Was dann da in Zukunft kommt, das ist Glaskugelleserei, das wissen wir nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ich verlinke euch hier ein Video über ein größeres Set, beziehungsweise über die Wechselrichter, warum bei Wechselrichter andere Batterien oder zwei Batterien. Und somit wünsche ich euch, nachdem ihr ein Abo hier gelassen habt, einen schönen Tag.